Die Zeit, die Luke Skywalker mit Yoda verbrachte, war ein zentraler Punkt in der Star Wars Saga und es scheint, als ob mehr dahinter steckt als nur das, was auf der Leinwand zu sehen war. Und genau damit beschäftigen wir uns heute und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht, zu diesem neuen Video. Luke findet Yoda auf dem sumpfigen Planeten Dagobah, wo der Jedi-Meister seit dem Fall der Republik und der Jedi gelebt hatte. Durch Yodas Training erhält Luke die Fähigkeiten, die er braucht, um Darth Vader gegenüberzutreten und diese Erfahrung zu überleben. Bevor die Ausbildung abgeschlossen ist, besteht Luke jedoch darauf, den Planeten zu verlassen, um seine Freunde zu retten. Die Zuschauer haben schon lange bemerkt, dass Luke angesichts der Ereignisse an anderen Stellen des Films nicht viel Zeit auf Dagobah zu verbringen scheint. Trotzdem lernt Luke viel und beweist schon bald ein bemerkenswertes Maß an Geschicklichkeit. Einige haben sich darüber beschwert, dass Luke auf Dagobah einfach nicht genug Zeit mit Yoda verbracht hat, um sich in den erfahrenen Jedi zu verwandeln, der er schließlich werden sollte. Aber Star Wars hat eine Antwort auf diese Beschwerde geliefert. Lukes Fähigkeiten verbessern sich auf Dagobah drastisch, aber Yoda besteht immer noch darauf, dass Luke mehr Zeit braucht, bevor er für den Kampf gegen Vader bereit ist. Laut dem Visual Dictionary zu Star Wars Die letzten Jedi könnte es länger gedauert haben, Lukes Fähigkeit zu verfeinern, als der Film andeutet. Bei der Beschreibung von Lukes Exil auf H2 vergleicht das Buch die Verbindung des Planeten mit der Macht, mit anderen Planeten wie Dagobah und Mortis und führt eine mysteriöse Qualität an, die es schwierig machen kann, die Zeit zu verfolgen. Diese Eigenschaften scheinen es Luke zu ermöglichen, länger zu trainieren, als es im Film überhaupt rübergekommen war. Das Star Wars Die letzten Jedi-Lexikon geht in einem Abschnitt über H2, einen der vielen Planeten, die reich an der Macht sind, subtil darauf ein. Dem Buch zufolge besitzen solche Welten eine mysteriöse Eigenschaft, die den Lauf der Zeit verzögert. Dagobah ist eine abgelegene und fast völlig unberührte Welt mit einer besonderen Verbindung zur Macht, was ihn zum perfekten Ort für Yodas Exil macht. Bei all seinen mystischen Eigenschaften ist es nicht verwunderlich, dass die Zeit auf diesem Planeten auf ungewöhnliche Weise abläuft. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Planet außerhalb der gleichen Zeitlinie wie der Rest der Star Wars Galaxie existiert. Obi-Wan, Anakin und Ahsoka machen eine ähnliche Erfahrung auf dem Planeten Mortis, wo sie mit den physischen Verkörperungen der Macht interagieren. Als sie den Planeten verlassen, setzt sich die Zeit außerhalb des Planetens an dem Punkt fort, an den sie ihn verlassen haben, und jede Figur hat die gesamte Erfahrung vergessen. Vieles ist über Yodas Spezies unbekannt, aber er scheint auf jeden Fall zwischen Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith und Das Imperium schlägt zurück auf Dagobah deutlich gealtert zu sein. Vor dem Untergang der Jedi und der Republik wurden Jedi mehr als 20 Jahre lang als Padawane ausgebildet, bevor sie in den Rang eines Ritters erhoben wurden. Es ist kein großer Schock, dass Luke Skywalker den Kampf gegen Darth Vader mit einer schrecklichen Verletzung aufgibt, aber es ist trotzdem unglaublich, dass er sich gegen den mächtigen Sith Lord überhaupt beweisen kann. Die neue Enthüllung über den Zeitablauf auf Dagobah stellt dies jedoch in einen viel praktischeren Kontext. Die Szenen, die den Verlauf der Geschichte von Leia und Han zeigen, deuten darauf hin, dass Luke noch nicht lange weg war, bevor er aufbrach, um sie zu retten. Aber wenn die Zeit auf Dagobah so funktioniert wie die Zeit auf Mortis, dann könnte Lukes Ausbildung Monate gedauert haben, während seine Freunde nur Tage erlebt haben. Das würde es Luke leichter ermöglichen, ein viel besser ausgebildeter Jedi zu sein, als es sonst der Fall sein sollte, ohne irgendwelche Probleme mit der Zeitlinie zu verursachen. Aber was ist eure Meinung zu der ganzen Geschichte? Schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin diesmal besonders gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, weil ich finde diese Theorie super. Und naja, sie ist ja jetzt in einem Lexikon aufgekommen, also ist es tatsächlich kanonisch. Und ich finde das eine echt spitzenmäßige Erklärung. Wie gesagt, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, zeigt mir das doch gerne mit einem Like und einem Abo auf diesem Kanal. Das würde mich wie immer sehr unterstützen und freuen. Vielen Dank an der Stelle und ich hoffe, wir hören uns auch wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.